Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Sims 3. Und es ist Mittwochnacht, also die Nacht vom Mittwoch zum Dienstag zum Mittwoch, meine ich. Und mir ist gerade was sehr Interessantes passiert mit dem Spiel hier. Und zwar, wie soll ich sagen, ich konnte mich kurz nicht einloggen innerhalb des Spiels. Beim Launcher hat es aber geklappt. Und dann habe ich den Support angerufen und also die Story, die mir da passiert ist, da muss ich schon sagen, das fand ich schon nicht so pralle. Du kannst ruhig mal pennen gehen! Schlafen gehen, Junge! Und was da passiert ist, fand ich schon echt krass, ja? Und zwar war das so, dass ich habe mich da wie gesagt beim Support gemeldet und habe da mein Problem berichtet, dass ich mich beim Launcher einloggen konnte, aber nicht beim Spiel. Und habe dann um Rückruf gebeten und bei diesem Rückruf habe ich das nochmal genauer geschildert. Dann bekam ich eine E-Mail von wegen, ich sollte doch das Spiel mal deinstallieren, wieder neu installieren, und bevor ich es neu installiere, sämtliche Ordner löschen bezüglich Savegame-Dateien und hast du nicht gesehen. Und und am besten war die Frage dann am Ende, ob diese ob dieser Tipp hilfreich war. Da habe ich auch eine pfefferte Nachricht geschrieben, von wegen, ja, ich habe hier meine Sims mittlerweile in einer 9. Woche, also sprich, wo steht das normalerweise? Hier, da, Woche 9, ja. Und, habe ich dann geschrieben, also wenn ich das lösche, dann brauche ich das ja nicht mehr neu installieren, weil, was hätte das für einen Sinn? Und von daher. Sag mal, Kunde, kannst du dich mal da verkrümeln, ey? Egal. Muss sie arbeiten oder muss sie nicht arbeiten? Sie muss nicht arbeiten, na, das ist doch schön. Gut, dann kann sie angeln gehen. Nee, sie meine ich. Achso, doch, sie muss arbeiten. Na gut. Okay. Dann soll sie angeln gehen, arbeiten gehen, meine ich. Und was ich machen werde, ist folgendes. Ich werde jetzt hier ins Kaufmenü oder Baumenü gehen, muss ich mal gucken. Ja, ins Baumenü. Und werde wo sind denn hier die Tore gewesen? Aha, das geht so nicht. Also muss ich tatsächlich erstmal einen Zaun ziehen. Alles klar. Dann würde ich sagen, nehmen wir so einen Zaun und setzen den hier so lang. Da kommt dann ein Tor hinter. Genau. Und Moment. So. So, mal gucken. Na, ey. Zu nah an der Grundstücksgrenze. Okay, dann lassen wir es da. Und was wir hier machen werden, ist, wir ziehen den Zaun hier vor. Willst du mich verarschen, Junge? Hör auf mit dem Quatsch. Obwohl. Gut, ich werde jetzt hier noch den Zaun. Ups. Das sind 5 Felder, 6 Felder brauchen wir. Damit es ein bisschen sieht. Gut, ich
hoffe mal, der verkrümelt sich da, sonst werde ich ihn auffordern, sich zu verkrümeln. Ja, also. Alter, verzieh dich da! Sonst kannst du da gleich mal verhungern, ey. Wer ist denn das überhaupt? Ihren Bauer. Mhm. Würdest du dich da endlich mal verziehen, Junge? Okay, freundschaftlich begrüßen. Ach nee, ist das ein Kunde, ey. Nicht zu glauben. Cool aus. Na, no, stream. Junge! Tibladon. Nebel Busi? Shabul. Sebi Detsa not. Skibatuni Brabrana. Babu Plotzark. Chuba Norbs. Baga. Kapuna. Ma, Dani. Na, endlich ist er weg. Nein, ist er nicht. So, jetzt kannst du da hingehen. So, wisst ihr, was du machen kannst? Du kannst angeln gehen. Und tu mir bitte einen Gefallen, geh durch. Ja. Okay. Hier werde ich, wie gesagt, auch noch ein Tor anbringen, glaube ich. Wobei, rein theoretisch brauche ich das gar nicht. Nö. Lassen wir es, wie es ist. Ich mache den Zaun wieder weg und dann ist easy. Weil... Oder? Naja, ist egal. Quatsch, ich mach trotzdem dicht hier und dann ist es ist gut. Alter, du. Ach nee, Quatsch. Im Kaufmodus geht's ja nicht. Njem. Ja. Okay. 52, aha. Bum, 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 bum. So. Wieso geht das nicht? Sag nicht, ich muss... Ich glaube, ich spinne. Okay. Markieren wir nochmal. Alter, reiß dich, Junge. So. Sage mir jetzt nicht, dass das zu dicht am Haus ist oder so eine Scherze. Ich glaube doch, er will es sagen. Okay, dann noch mal was anderes. Dann lassen wir das mit dem Zaun hier außenrum. Und da muss das eine Tor halt reichen. In der Hoffnung, dass es denen ausreicht. Sagen wir es mal so. So, okay. Gut. Während sie am Arbeiten ist, normaler Betrieb, ich glaube, ich werde wahnsinnig hier. Okay, spuren wir mal ein bisschen vor. Und schauen wir mal hier, aha, 4900 und 10.500. Aha. Okay, das war gerade die Haushaltshilfe. Ich würde gerne was drum geben, wenn du auch reagieren würdest, du blöder Computer, ey.
Okay. Moment mal, was ist denn hier eigentlich jetzt gewesen? Aha, okay, sie kommt nach Hause. Moment mal, du kannst die Post nehmen. So. Und was du danach machen kannst, ist folgendes. Du kannst den Garten pflegen. Wie sieht's denn eigentlich mit deiner Fähigkeit zum Garten aus? Ah, Stufe 9, das ist schön. Das heißt also, sie müsste eigentlich relativ schnell fertig werden damit. Hoffe ich. Spulen wir mal ein bisschen vor. Wie sieht's bei ihm mit Angeln aus? Stufe 7. Zur Hälfte. Na gut. Bum, 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 bum. Okay. Was haben wir da? Forelle, ausgezeichnet und perfekt. Aha. Und wir haben Goldfische, die ja insgesamt 9 sind. Ist in Ordnung. L-Ritzen haben wir mittlerweile 6, okay. Und wir haben, was sind das? 15 Objekte verbessern, Angelfähigkeit perfektionieren. Okay. Also ich würde sagen, bei ihm geht's. Was zum Geier war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist irgendwie gerade. Nee, da ist nichts dazu gekommen. Und da ist auch nichts dazu gekommen. Okay, sie wollte ihren Spaß jetzt. Okay. Okay. Bum, 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 bum. Flammenfrucht perfekter Qualität züchten. Aha. Ja, naja. Mal gucken, ist denn eigentlich der eine Geldbaum hier, der war doch noch nicht perfekt. Der ist hervorragend, okay. Have a what? Wie auch immer. So, wenn er die Fähigkeit erstmal eine Stufe weitergebracht hat, würde ich sagen, ist das schon mal ganz prächtig. Spulen wir mal noch ein bisschen vor. Das ist eine Forelle. Okay. Wobei, kann er das Ding eigentlich? Na, wie auch immer. Was macht sie? Aha, sie pennt. Ja, also ich muss sagen, also mit dem Support, das fand ich diesmal absolut nicht hilfreich, was mir da passiert ist. Naja, was soll's. Gibt vermutlich Schlimmeres. Ja, vermutlich, wie gesagt. Ja, dann geh pennen, Junge. Geh pennen. Okay, dann gehst du erstmal baden, ist mir auch egal. Okay, sie steht scheinbar gleich auf. Ja, yep, macht sie auch. Du pennst jetzt aber nicht an der Badewanne, oder? Okay, macht doch nicht. Ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, sie kann Unkraut jäten, wenn sie gefrühstückt hat. Hi. Und eine Kohlmasse. Quatsch, eine Kohle, sag ich schon, in der Dusche. So. Er kann pendeln. Bis vollkommen ausgeruht, 16 Uhr. Wow. Okay. Schauen wir mal. Okay. Forellen hat er 10. Ist ja schon mal nicht schlecht. Was ist das hier? Roter Hering. Katzenfisch. Perfekt. Aha. Ja, will ich verkaufen. Wieso ist der immer noch nicht so weit? Wollt ihr mich hier irgendwie veräppeln? Hat sie denn nicht die Fähigkeit Supergrüner Daumen?
Nein, hat sie nicht. Hm. Da muss er sich wohl darum kümmern. Okay, sie will schon wieder was essen. Ach ja, nee, immer noch. Okay. Danach kann sie eigentlich joggen gehen, das wäre doch mal was. Dann hat sie nämlich ihre Stunde rum und dann ist das easy. Hoffentlich muss sie sich dann nicht übergeben. So, mal gucken. Presseball? Nö. Von einer Stunde gejoggt. Hier hin joggen. So. Hier hin joggen. Pam 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 pam. Eigentlich nö, da. Aha, okay. 0,4 von einer Stunde, okay. 0,47, 0,5. Hey, das geht ja schneller als ich dachte. Goldig. Jogging total, naja. Wie auch immer. Okay, danach kannst du dann zurückfahren, ist mir egal. Boah, die brauche ich ja noch nicht mal bis zum Strand joggen. Ja, du kannst jetzt aufhören mit Joggen. Aha, diesmal fährt sie mit der schwarzen Nummer. Ups. Hey. Okay. Tum 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 tum. Crawler, mark a crawler. 550. Na, ich weiß ja nicht. Okay. Hey. Was soll denn das werden, Junge? Spezial, charismatisch, plaudern. Ja, Drellick. Spezial, charismatisch. Kennenlernen. Kompliment machen. Naglavash Usta. Yasuni Hu. Web. Okay. Ah, nach. Kompliment über Aussehen, warum nicht? Tschüschka, Maku, Apriaka Chagilash, Numa. Dazdo, Bella Habladuni. Zilda, Ashi, Maglagi, Oblaka. Okay, diesen hier. Spezial, charismatisch. Zulaba nu. Nö. Verabschieden können sie sich dann. Zebuga. Jimashtina. Nikra. Halfa Neshilab. Nikjagag. Nikjagag. Krigelnort. Dorjo. Okay. Kannst du nach Hause fahren? Was hältst du von der Idee?
ein bisschen was in die Hose gegangen, würde ich sagen. Dum, 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 dum. Na gut. Inventar. Schauen wir mal da rein. Ah ja. Wow. 19. Ich würde gerne die Geldbörsen da reinpacken. Dankeschön. Ja, will ich verkaufen. Stell dir mal vor. Okay, 113.000, das heißt Kaufmenü und dann würde ich sagen, holen wir das erste Auto draußen, Transport und diesen dort. Was bekommt sie dann, würde ich sagen. Ja. Und er kriegt ein schwarzes, das passt dann dazu, wie Domino sozusagen. Besitzer festlegen. Und das haben wir. Gut. Was wäre dann noch? Er ist immer noch am Grunzen. Was zum Geier treibt der da? Tja. Der putzt sich da die Zähne, ich fasse es ja nicht. Okay, Garten pflegen kann er. Und zwar jetzt schon. Er hat ja noch Event, würde ich sagen. Techte Mächte mit Caravilla. Naja. Eher nicht im Moment. Was ist das? Perfekt, okay, perfekt. Ist das klasse? Ist das klasse? Lass du die mal da durch, wollte ich gerade sagen. Oh Mann. Ja, genau, verzieh dich mal, Junge. Oh, oh Walle, ey, das war was. Okay, Gartenarbeit, Band 3. In voller Pracht lesen. Obwohl, was sie auch machen könnte, ist Rechnung bezahlen. Am besten vorher noch. Und danach die Post nehmen und dann kann sie das Buch lesen. Okay. Auf jeden Fall hat sie ein hübsches Auto bekommen und das ist doch schon mal schön. Okay. Ja, spulen wir ein bisschen vor. Und wenn sie die Fähigkeit soweit vollendet hat, was ja nicht mehr sehr lange dauern dürfte. Oh! Ich sehe gerade was, was mir nicht so unbedingt gefällt. Und zwar, dass die hier die Hocke gemacht haben. Naja, was soll's. Ah, wahrscheinlich hätte ich super grüner Daumen dafür nehmen sollen, ne? Was ist? Das kann doch noch nie gewesen sein, oder? Na, ist ja prächtig, ey. Junge, was zum Geier treibst du da eigentlich? Hm? Okay, gut. Ich würde sagen, sie ist gleich mit der Fähigkeit hier fertig. Leider hat sie nicht den Wunsch, es zu vollenden. Was treibt ihr beiden da eigentlich? Aunabs nur Frieger, Adorn, Sonja. Romantisch? Arbo, Bo, Gwinchi. Selka, Boatno?
flirten? Ja, schmackern. Händchen halten, so. Charna. Derb. Koblet. Koketter Witz, warum nicht? Samjana. Romantisch. Kompliment über Aussehen machen, warum nicht? Was? Sau. Ey. Saka Fima Lufa. Wieso geht das nicht? Ach so, ist er. Romantisch. Schüchterner Kuss, warum nicht? Bum 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 bum. Santuhan. Ja, genau, ihr dann erstmal ran da. Mädchen, gehst du vielleicht mal ins Handy? Da geht doch. Na klar, warum nicht? Okay, er hat Hunger. Sie nicht. Die ist bloß ein bisschen müde. Warte gerade die sich da vor dem Kühlschrank oder sah das bloß so aus? Egal. Hallo nochmal, sorry Leute, wegen diesem kurzen Stopp. Ja, mir ist gerade die Festplatte kurz voll geworden. Aber ich konnte es recht schnell beheben, glücklicherweise, sodass ich die Folge jetzt noch hier schnell beenden kann. Ist ja auch nicht mehr so viel zu tun innerhalb dieser Folge. So, der ist eh perfekt. Junge, komm klar, ey. Was denn, wartet schon? Ey, verlierst du, Junge. Erstmal jetzt zu duschen. Dann kannst du ins Bett gehen. So, ja. Das war das gewesen im Prinzip. Ansonsten geht's in der nächsten Folge weiter mit dem Freitag. Und ich glaube nicht, dass sie damit schon gleich fahren wird zur Arbeit. Aber schauen wir einfach mal. Und ich denke, wenn wir irgendwann soweit sind, kommen hier auch noch Geldbäume dazwischen und dann hätten wir das soweit auch durch. Aber vorher kommen erstmal da welche hin. Und ich glaube, ich lasse die dann am besten erstmal nur von dem machen. Ist er denn? Ne, der ist erstmal nur hervorragend, das bringt erstmal nichts. Aber vielleicht schafft sie das auch ohne Super Green Dom. Ich guck mal kurz nach. Wie weit ist sie denn schon? 6100. Er ist bei 11600. Ach Mensch, ey, das ist so nervig. Meine, was braucht er denn noch großartig? Er braucht eigentlich nur noch selten hungrig. Was 25.000 kostet, immerhin. Und sie braucht, Moment, was braucht sie? Ah, doch ein bisschen mehr. Super grünen Daumen, Multitalent und niemals nervig. Ja, aber vorrangig erstmal eben super grünen Daumen. Und der will nicht unbedingt noch chatten gehen, oder? Das kann er ja wohl vergessen. Hier ist Pen, Junge. Und zwar Dali. Kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Okay. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich beende an dieser Stelle erstmal die Folge, sag ich mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, obwohl ich da diesen kleinen Aussetzer hatte, freue ich mich über ein Like. Wenn ihr zufällig über diese Folge gestolpert seid und euch die Folge gefallen hat, freue ich mich auch über ein Abo. Und ebenso freue ich mich über Verbesserungsvorschläge, wie zum Beispiel ein neues Auto oder ein Hoftor, wo sie sich nicht darüber aufregen müssen, wenn sie mal durchs Haus latschen müssen, um in den Garten zu kommen. Was ich auch in absehbarer Zeit vorhabe, ist, dass ich das hier zu einem Zuchtteich für den Fisch des Grauens mache. Oder ich verfrachte hier noch einen kleinen Teich rein, sozusagen. Vielleicht auch hier vorne, ich weiß es noch nicht.
wo ich dann den Fisch des Grauens drin züchte. Und es am besten so, dass ich im Laufe der Zeit sozusagen auch tagsüber diesen Fisch züchten kann oder angeln kann. In dem Sinne, dass, wie soll ich sagen, dass darin auch 10 Katzenfische sind und 10 Engelhaie, wodurch man den eben dann auch, ja, am Tage oder wie auch immer, jedenfalls außerhalb der Zeit von 0 bis 5 Uhr angeln kann. Das soll es erstmal gewesen sein. Wenn ihr wollt, bis zur nächsten Folge, würde mich freuen. Und ich sagte mal, tschüss.